Grüß euch, heute gibt's ein Video aus meiner Küche. Es geht nämlich um was aus der Rubrik Kochen ohne Strom. Ich habe mir für meine persönliche Vorsorge den Campinggas Camp Bistro DLX Stoppgas gekauft. Hinter dem unmöglichen Namen verbirgt sich ein praktischer Gaskartuschenkocher. Ich bin der Tom von Stromausfallinfo und wenn euch interessiert, was der kann, dann bleibt bitte dran. Betrieben wird der Kocher mit ganz normalen Gaskartuschen vom Typ CP250, wie sie in nahezu jedem Baumarkt ganz einfach erhältlich sind. Die Kartusche wird so eingesetzt, dass der aufgedruckte Pfeil oben ist und der Führungsstift in die Aussparung der Kartusche einrastet. Anschließend den Verriegelungshebel nach unten drücken, Kocherabdeckung schließen und schon geht es los. Den Gasregler voll aufdrehen und ein kleines Stückchen weiter und schon springt der Funke über. Mit einer Leistung von 2200 Watt kann man schon ganz gut arbeiten. Vorausgesetzt, man stellt den Kocher so gerade hin, dass das Öl nicht auf einer Seite der Pfanne zusammenläuft. Einhändig Eier aufschlagen ist ja, doch schwieriger als gedacht. Der Kocher ist übrigens offiziell nicht für den Betrieb in Innenräumen zugelassen. Darum am besten im Freien kochen oder zumindest für sehr gute Belüftung sorgen. Nach dem Kochen wird einfach der Gashahn zugedreht und die Kartuschenverriegelung geöffnet. Anschließend die Kartusche entnehmen und mit der roten Abdeckkappe bis zum nächsten Gebrauch sichern. Ein kleiner Tipp noch zur Sicherheit. Wenn man die Kartusche entfernt hat, befindet sich in den Leitungen noch ein kleiner Rest Gas. Einfach nochmal die Zündung kurz einschalten, dann verbrennt auch dieser Rest und der Kocher kann problemlos aufbewahrt werden. Ja, so schaut es aus. Der Bistro DLX ist für mich eine praktische und gut brauchbare Ergänzung für meine Blackout-Notausrüstung. Und auch sonst, wenn man eine Kochgelegenheit für draußen braucht oder auch zum Campen mit dem Auto, ist das eine super Sache. Ich möchte nur mal erwähnen, dass das Video nicht von Campinggas gesponsert wird, sondern dass ich mir den Kocher selber von meinem eigenen Geld gekauft habe. Einen ausführlichen Bericht zu dem Gaskocher und zu anderen Blackout-Themen gibt's auf meinem Blog www.stromausfall.info. Link ist unten in der Videobeschreibung. Darf mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen darfst. Und sonst, wenn euch das Thema Stromausfallvorsorge interessiert, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen hoch gebt oder einen Kommentar unten schreibt. Pfiat euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Und nicht vergessen, nach dem Kochen alle mal sauber putzen.